So, ihr Lieben, der Zwiebelkuchen ist fertig. Er sieht hammermäßig aus. Ja, schmeckt natürlich auch genauso. Mir wird das jetzt gerade hier etwas zu warm. So, ja. Also hier unser Zwiebelkuchen. Ich denke auch, das würde jetzt zum Beispiel bestimmt für 3 oder 4 Personen reichen. Ja, den Rest habe ich eingefroren. Einzeln natürlich, also einmal den Teig, einmal die Zwiebel. Dann habe ich auch schnell nochmal ein Essen, wenn ich mal nicht so viel Zeit habe. Ja, ihr Lieben, mehr Sachen seht ihr dann natürlich, wenn ihr wollt, wenn ihr mich abonniert. Also einfach unten auf Abonnieren drücken, dann werdet ihr weitere Rezepte sehen. Wir machen jetzt fränkische Mostsuppe, dann morgen. Ja, wer Lust hat, schaltet wieder ein. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zwiebelkuchen nachmachen. Und am allerbesten schmeckt natürlich ein Stück Zwiebelkuchen mit dem Federweißen. Und in dem Sinne dann also Stößchen. Bis zum nächsten Mal. Stößchen, ciao. Lass es krachen, Matthias. Nicht auf einmal leer trinken, immer schön schluckweise.